Hey, hey und willkommen zurück zu Train Simulator 2017. Heute endlich mal wieder ein deutsches Video für manche. Aber ja, wir sind heute zurück in Train Simulator und zwar fahren wir heute mit dem TGW. Ja, mit dem TGW von Mannheim nach Karlsruhe. Warum den französischen Zug in Deutschland? Ganz einfach. Soweit ich das gesehen habe, fährt einmal am Tag von Frankfurt nach Marseille. Soweit ich weiß, der TGW. Oder war es sogar mehrmals am Tag und dann irgendwie alle 3 oder 4 Stunden? Keine Ahnung. Aber ich habe es jedenfalls gesehen, dass um 13 Uhr, um 14:35 Uhr ein TGV hier halten sollte. Habe ich jedenfalls mal so gesehen auf der Deutsche Bahn-Seite. Und ja, wir werden das Ganze jetzt einfach nachfahren. Wir haben hier am Bahnhof ein paar weitere AI-Züge rumsitzen. Manche dürften schon weg sein. Hier haben wir noch einen Süwex und einen IC rumstehen, die drauf waren, dass wir weiterfahren dürfen. Wir sehen die leider nicht so ganz, weil wir auf der anderen Seite des Bahnhofs sind. Hier war noch eine Regionalbahn, die ist instant weggefahren. Das habe ich nicht so ganz getaktet. Also so ganz schlau gemacht, sagen wir mal so. Besonders weil der hier wartet und wir sehen den halt eben nicht wirklich. Dafür sehen wir den ICE, der uns entgegenkommt. Können ja kurz ranscrollen hier. Kommt uns ein ICE entgegen. Richtung Hamburg-Altona, so wie ich das weiß. Und ja, wir setzen mal alles ab. Großartig müssen wir auf dem Ganzen nicht machen. Das Ganze ist ja eine relativ schnelle Strecke. Wir fahren hier nur ein kurzer Teil davon. Aber ich habe gedacht, das ist mal was anderes. Nicht immer den ICE auf deutscher Strecke, sondern auch mal ein TGV auf der deutschen Strecke. Und das ist ja nicht so falsch eigentlich an sich. Die Frames sind mal wieder im Keller, so wie immer. Es kann passieren, das sage ich schon mal von vorab, dass ich 5, 6 Mal das Ganze zusammenschneiden muss. Denn ich habe einen Fehler begangen. Wobei nicht wirklich ein Fehler, sondern eher, ich habe es versucht, interessanter zu machen und habe circa 10 Süwex, also 10 Stadler Flirt 3 Züge von Chris Trains, hinten hingepackt aufs Abstellgleis, weil die ja dort warten, dass sie mal in Einsatz kommen. Und ja, es kann öfters passieren, dass ich dadurch out of memory gehe. Und out of memory bedeutet gleichbedeutend mit einem Spielabsturz. Ist mir jetzt mehrmals passiert. Es kann auch auf der Strecke generell passieren, dass ich öfters mal Abstürze habe. Muss man mit leben. Und dass ich zu schnell fahre, das ist ja schon Standard. Das ist ja schon Standard. Ansonsten, soweit ich weiß, Strecke durchgehend grün. Grüne Welle. Und ja, mal schauen. So, hier steht das 100er-Schild. Wie man sieht, die Frames docken auch andauernd. Und das liegt nicht wirklich an meinem PC. Mein PC hat eigentlich gar keine Auslastung. Das ist einfach der Memory, der ausgelastet ist. Wir beschleunigen mal ein bisschen langsamer, dass ein bisschen mehr Zeit hat, das Ganze zu generieren, weil es kommt mir so vor, als ob der nicht schnell genug alles generieren kann in der Zeit. Und jetzt kommt nämlich die Stunde der Wahrheit. Nämlich gleich fahren wir an dem Haufen Syvexes vorbei. Ich kann ja mal kurz hier nach der Seite schauen. Hier, guckt er mal da an. Hier sind die Frames schön. Hier aus dem Fenster zu schauen, erhöht meine Frames einfach mal ums Zehnfache. Möglicherweise sieht er noch relativ cool aus mit dem Licht und allem drum dran. Aber naja. So, eigentlich hatten wir jetzt 190. Es sieht bisher ganz okay aus. Ich Frames socken. Wie wir sehen, hier vorne stehen ein paar ICEs. IC3, ICETD und was weiß ich, ICE1. So, alle ICEs, die ich bei mir im Spiel gefunden habe, habe ich mal hier hingeklatscht, so auch als Warteposition. Währenddessen wir halt eben jetzt hier die Strecke entlang donnern. Und jetzt hier zur linken, da wo die Frames ganz in den Keller gehen, hier seht ihr, hier hinten am Rand seht ihr, das sind die ganzen Süwexes, die drauf warten, Mann. Dahin sind noch ein paar Regionalbahnen, links an der Seite, die sehen wir so nicht richtig. Da links sind ein paar Regionalbahnen und hier sind die ganzen Startlers, die darauf warten, in den Einsatz zu kommen. Und da sind eindeutig zu viele. Das sieht man in den Frames. Schau mal in die Richtung. Oh, cool.
Seitenfenster sind eigentlich relativ nice. Natürlich nicht, wenn da eine Schallschutzmauer ist. Ja, und hier sehen wir es richtig, die ganzen Züge, die hier warten, darauf in den Einsatz zu kommen. Soweit wir aber da vorne jetzt gleich in den Tunnel reinkommen, dürften die Frames in die Höhe schießen. Weil ab da ist der AI-Verkehr. Ich habe ihn reduziert. Ich musste den AI hier in dem Bereich relativ stark reduzieren. Ist ja verständlich, dadurch, dass wir halt eben diese extreme Frame-Einbrüche hier haben, habe ich den, oh wow, den AI-Verkehr ein bisschen eingedämmt. Aber das sollte uns keine Probleme, große Probleme machen. Hier waren nochmal ein paar ICEs noch an der Seite und weitere Süwexes. Und wir kommen in den Tunnel, wie man sieht, die Frames gehen schon in die Höhe. Ab jetzt ist ganz normales Driving angesagt. Okay, wir haben bis nach dem Tunnel, glaube ich, 250. 150, genau. Und natürlich 190. Ein schönes Hochgeschwindigkeitsstückchen. Gleich beginnt die 100, die 250. Ich würde die ganze Zeit 150 sagen. So, hier ist die 250. Standardmäßig mit dem ICE hätten wir hier LZB, die einen lenken würde, aber da wir ein TGV haben, haben wir sowas nicht. Besser gesagt, wir hätten sowas in Frankreich, aber ich glaube nicht, dass das kompatibel ist in dem Spiel mit der deutschen Strecke. So, wir drücken auf die Tube. Wir dürfen jetzt 250 fahren, gleich sogar 280. Wir können ein kurzes Caplight anmachen für den Tunnel. Ja, das ist sogar links ein kleines Icon. Nice. Es ist natürlich nice. Das kleine Icon. Was ist das? Ist das das Second? Eine scheint, wenn die Anzeige ausfällt, geht die an. Interessant. Oh. Lol. Pop in, pop out, pop in, pop out. Ja. Okay, wir können weiter auf die Tube trinken. War da gerade ein Zug an uns vorbeigefahren? Ich hätte schwören können, da wäre gerade ein Zug an uns vorbeigefahren. Ich kann es aber nicht beschwören. Ich habe da zu viel auf diesen Pop-in-Pop-out-Fokus gesessen. Kann sein, dass es, da kommt ein ICE irgendwann uns entgegen, dass es der ICE war. Okay, wir dürfen ein ganz gutes Stückchen hier 280 fahren. Das ist schon mal klar. Teilweise frage ich mich echt, wie ein Lokführer bei 280 die Schilder lesen soll, teilweise. Gerade wenn Licht da sind und die so reflektieren, heilige Scheiße. Das ist doch eine relativ harte Sache. Aber ja, ich bin ja momentan eher weniger in Train Simulator unterwegs. Habe ich auch schon Kommentar, habe ich auch schon teilweise gesehen. Zum Beispiel von dem Grim Reaper habe ich schon gefragt worden, warum ich nicht mehr so ein Train Simulator bin. Es hat mehrere Gründe, warum ich nicht mehr so Train Simulator-like bin. Einerseits fahre ich nicht mehr so viel Train Simulator, weil ich einfach momentan in Masse fliege und auch das ganze Geld eher in FSX geht, anstatt in Train Simulator, weil ich mehr Spaß dran habe als in Train Simulator. Und der Grund, warum ich meistens mehr Spaß dran habe, ist, das Spiel hier stürzt mir alle 2 Sekunden mittlerweile ab. Dadurch, dass den Zug, den ich am liebsten fahren würde, alle 2 Sekunden abstürzt. Das ist der Süwex. Der ist einfach zu krass für den Memory für das Spiel. Und dann spiele ich einfach meistens echt Flight Simulator. Und mit Flight Simulator ist halt eben diese tolle Sache, es gibt keine Grenzen an sich. Wenn ich jetzt irgendwo hinfliegen will, fliege ich dorthin. Wenn ich woanders hinfliegen will, fliege ich woanders dahin. Also es ist einfach, es ist so ein Ding, dass ich persönlich halt eben eher so einen effektiven
Punkt habe, also in ich habe diese Grenzenlosigkeit, die ich in Flight Simulator habe, habe ich in dem Spiel hier ja nicht, weil klar, die Strecke sind nicht weltweit, man hat die einen Strecken, das eine Streckenabschnitt und manche Streckenabschnitte sind auch nicht mal lang. Also, was ich zum Beispiel relativ gut fände, wäre, wenn man eher anstatt dass eine Strecke nur ein Teil ist, dass die hier zum Beispiel ein Add-on dazu machen würden. So wie bei der China-Strecke zum Beispiel, dass dann die Strecke ein zusammenhängender Verbund gäbe und statt immer einzelne Maps. So dass man wirklich mal sagen könnte, man fährt von Düsseldorf nach Trier mit einem Zug. Dass man wirklich den alten IC, den früher gab, der nach Nordeichmole gefahren ist, von Düsseldorf runter nach Trier fahren könnte. Das wäre wirklich mal eine interessante Sache, weil, keine Ahnung, so fährt mir einfach, so fährt man einmal eine Strecke, also so bin ich jedenfalls, ich fahre dann einmal eine Strecke und dann war das mal wieder für eine Woche, zwei gut. Und das ist einfach eine Sache, die FSX nicht so ist. Wenn ich jetzt ein FSX sage, ich will jetzt von Saarbrücken nach Antalya fliegen zum Beispiel, um die TUI-Flüge nachzustellen oder so ein Mist. Dann hole ich mal einen Airbus 320, hocke mich da rein, fliege mit der Maschine von Saarbrücken nach Antalya, ohne Probleme. Klar, es gibt in dem Falle meistens nur Stock-Szeneries, weil man kann gar nicht so viel sehen. Also ich verstehe nicht, wie manche einfach, manche haben ja massig Szeneries. Na gut, die haben das aber auch ewig lang schon das Spiel und haben das Geld anstatt in Train Simulator in FSX gestochen und ja, es ist halt eben, man kann mehr erleben, sagen wir so. In Train Simulator erlebt man weniger. Und zum Beispiel diese ganzen Failures, die passieren in Train Simulator gar nicht. In Train Simulator habe ich, man kann ja keine Failures simulieren, dass man sagen könnte, dass irgendwie die Bremsausfall wäre oder sowas. Das kann man ja gar nicht so richtig simulieren. Währenddessen zum Beispiel hat man bei meiner Dash 8 ein völliges Simulationssystem, dass man zum Beispiel sagen kann, ab einer bestimmten Streckenabschnitt fällt die Hydraulik aus oder so ein Mist. Dann fällt die aus und dann muss man schauen, wie man damit klarkommt. Und das sind Sachen, die fehlen einfach hier in dem System. Diese Striktheit, das ist... Oh. Oh. Ups. Ich habe die ganze Zeit noch aufgepasst. Weil ich gewusst habe, dass hier was passiert. Aber... Oh, fuck. Müssen wir jetzt echt stehen bleiben, weil ich versehentlich die... Emergency Brake reingehauen habe. Und ich glaube, wir können die nicht releasen, bis wir nicht stehen. Ah, Mist. Ah, Mist. Das war mein eigener Fehler. Weil ich panic-wise die Bremse reingedrückt habe. Ja, weil es sind halt eben so Sachen. Man kann selten irgendwas nachstellen. Also man kann eigentlich nicht was nachstellen in Train Simulator. Und das ist eine Sache, die fehlt mir irgendwie in... Also in Train Simulator, dieses ganze Nachstellen von Sachen oder zum Beispiel mehr Realismus reinbringen oder sowas in die Richtung. Weil, wie gesagt, ich bin ein Fan von Management Systems, also von Geldmanagement und so eine Sache. Also dass man zum Beispiel sagen würde, dass man eine eigene Company irgendwie gründet und dann bestimmte Strecken für Money fährt oder sowas. Das fehlt einfach im Train Simulator. Dass man zum Beispiel so eine Art Company System hätte, wo man nur bestimmte Züge auf bestimmten Strecken fahren dürfte und dann mit mehr Geld sich größere Züge kaufen. Also sowas in die Richtung halt eben. Ich bin halt eben Fan von diesem ganzen Management-System. So viel verlieren wir, glaube ich, noch einmal. Das ist ganz gut. Aber naja. Das ist mein persönliches Empfinden bei Train Simulator. Im Moment. Ich habe einfach, der Reiz hat sich verloren, dadurch, dass ich was anderes gefunden habe, das viel komplexer und viel interessanter ist. Vielleicht ist es aber auch wegen der Komplexität. Die ganzen Flugzeuge
vorab konfigurieren, dann zu fliegen, zu landen in verschiedenen Wetterbedingungen. Es ist ja nicht so von wegen harte Wetterbedingungen beim Zug, bei Train Simulator, von wegen, oh, es ist foggy und man sieht die Signale nicht so gut. Ah, hier ist der IC, den ich gespannt habe. Ich sag nur, es ist verdammt foggy und man muss im Flugzeug landen. Ja, da ist ein kleiner Unterschied. Das ist das, was ich meine. Die Komplexität und das, was und das, die Möglichkeiten, die man einfach im Train Simulator hat, sind viel eingeschränkter als im Flight Simulator. Ich muss hier gerade was überprüfen, weil letztes Mal hatte ich hier ein relativ, als ich es getestet habe, dass alles stimmt, hatte ich hier ein leichtes Problem. Und zwar, das war grün ohne Vorsignal und das war rot, das Signal. Und da kann man sich vorstellen, wie ich reagiert habe. So wie ich gerade vorhin bei den 200 reagiert hatte. Panic-like. So, wir dürfen momentan mit 200 die Strecke entlang fahren. Noch ein gutes Stück lang, wie es aussieht. Und ja, wie gesagt, ich bin halt eben nicht so ein... Ich bin halt eben die Komplexität von Flight Simulator hat mich eingesogen und allem drum und dran. Und deshalb bin ich dann ab einem bestimmten Punkt an dem... Ja, Missing Out of Action regelrecht und Train Simulator. Bin mal gespannt, ob vielleicht irgendein Zug oder eine Strecke das ändern wird, könnte oder was auch immer. Im Moment sehe ich es nicht kommen. Außer vielleicht, wenn sie dieser Brückenstrecke, wenn echt irgendjemand auf die Idee käme, dieser Brückenstrecke was machen. Also zum Beispiel Trier-Saarbrücken oder Saarbrücken-Mannheim. Das was in die Richtung. Vielleicht, weil das halt eben für mich Close-Range-Driving wäre. Was sehr interessant für mich ist. Aber ansonsten wüsste ich persönlich nicht, was mich so viel reizen würde. Vielleicht noch ein paar Japan-Strecke. Wobei ich habe da, glaube ich, habe ich da was gesehen? Nee, das war in Trains, New Era. Da kommt jetzt eine Subway von Japan raus, die Toyota Subway. Und ich glaube, das war sogar genau der Teil, wo wir das Hotel hatten in Tokio. Und das ist nochmal ein Punkt, wo ich sagen würde, das wird holen, weil das war einfach echt interessant, das ganze System und alles. Das war cool und das würde ich auch, da würde ich wieder fahren. Das ist genauso wie bei The Story of the Forest Rail oder bei Wakayama Sakurai Lines. Das sind einfach Lines, die interessant sind. Besonders auch, wie die Wakayama Sakurai Line aufgetischt ist, regelrecht. Mit den Kirschblüten, die rumfliegen und anderem. Das erinnert mich dermaßen an meine eigenen Erlebnisse regelrecht in Japan. Gerade mit den Kirschblüten, das war so interessant. Man kam dann wirklich dorthin mit diesen ganzen Kirschblüten und die verwehten. Und gerade an dem einen Tag hat es ja noch geschneit. Das war so interessant. Wir hatten 25 Grad in Kyoto und dann, als wir Richtung Nagano kamen, waren es minus 3 Grad mit Schnee. Das war der Kälteschock teilweise, aber auch interessant, weil die Kirschbäume, die waren weit hinten dran. Und in Kyoto sind schon die Kirschblüten verweht worden. Da ist man schon wirklich durch den Park gegangen und man sah diese Kirschblüten einem entgegen. Das war göttlich. Also, ja, und deshalb ist diese Wakayama Sakurai Line für mich so dermaßen prägend, weil ich halt eben diese Bilder aus Japan in mich hineingesogen habe und die nicht mehr weggehen lassen will, weil das war so krass, wenn man durch diesen Park durchgegangen hat mit den ganzen Kirschblüten und allem drum dran. Das war göttlich. Und ich glaube, ich werde auch noch die nächsten 10 bis 15 Jahre jedem über diesen Trip nach Japan erzählen. Weil er einfach so wirklich, wenn man so einen Ausflug hat, den man für immer im Kopf irgendwie behalten will oder so, dann muss man den sich immer wieder reinrufen. Okay, wir sind nur noch 10 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Das hört sich jetzt schon mal gut an.
Und wir dürfen immer noch 200 fahren, also 10 Kilometer mit 200 km/h ist jetzt nicht weit. Das kann man sich vorstellen. Das ist immer so interessant, wenn man so mit dem Flugzeug fliegt, zum Beispiel, da kommen wir wieder zurück zum FSX. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Strecke habe und ich dann sage, ja, ich muss heute zum Beispiel 2000 Nautical Miles fliehen, hört sich viel an, wenn man aber davon ausgeht, dass man Ground Speed von rund 450 Knots hat, dann ist das alles doch nochmal ein anderes Ding. Da ist nochmal ein schöner Südwechsel entgegengekommen. Ich mag den Zug einfach. Man merkt, hier hinten werden die AI-Züge weitaus mehr, dadurch, dass man halt eben die. Ich habe hier weniger stehende Züge benutzt und dadurch ist einfach die Dings weggefallen, die ganzen Belastungen auf dem Memory finden von den stehenden Zügen. Aber der Grund, warum hier ein Süwex fährt, wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum fährt hier ein Süwex, von Karlsruhe aus fährt ein Süwex nach Mainz als Regionalexpress 4. Und der fährt da hinten in Graben-Gondorf, oder wie das heißt, oder war das, nee, ich weiß gar nicht mehr, Graben irgendwas. Da fährt der rüber Richtung Ludwigshafen. So, wir haben die 140 erreicht. 5 Kilometer noch bis Koblenz, genau, bis Karlsruhe. Jetzt, wo ich meinem Süwex auf dem Kopf war. Ja. Jedenfalls nur noch 140. Aber das ist auch nicht wenig an sich, rein theoretisch. Dafür, dass wir jetzt in den Bahnhof hineinfahren. Heute relativ wenig von der Strecke gesehen, eigentlich nur Cap View. Aber das liegt daran, dass wir halt eben aber auch auf einer Strecke sind, die wir ja schon mal gefahren haben. Aber ihr kennt das Spielchen. Long. Den Screenshot fürs Thumbnail muss sein. Der muss sein. Werden eigentlich auch groß die 280 Strecke hier dran fahren können. Ein bisschen Cap View, ein bisschen Passenger View. Aber auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke sieht man eigentlich auch nicht so viel. Das ist ja eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die mitten durchs Nirgendwo regelrecht läuft. So, wir bremsen langsam ab. Weil wir jetzt die 60 bekommen. Wir benutzen gerade den Kombihebel dafür. Dafür müssen wir nicht die Dings benutzen, die normale Bremse. Hier kommt noch eine Regionalbahn entgegen. Es ist viel los, wie man merkt. Links von uns sind noch ein paar Container, die ich hingestellt habe. Okay, 60, 63, 62, 60. Ach, das ist hier 50 sogar. Oh, hab ich gar nicht aufgepasst. War Vorsignal wohl anscheinend mit 50. Machen wir da doch. Kein Problem. Frames gehen wieder runter, weil wir einfach in den Bahnhof hineinfahren. Das ist einfach ein Ding in Train Simulator, ich weiß nicht, was. Das ist ja das Armselige, was ich auch teilweise sage. Ein FSX, der jetzt schon so alt ist, hat eine bessere Performance als Train Simulator. So, wir werden rübergelegt auf Gleis 1 her. Und hier können wir jetzt langsam unsere Bremsen hineinhauen. Wir sind genau in time. Bleiben wir nur in der Halle stehen, wir sind ja nicht so lang.
Ich schon wieder versehentlich die Emergency Brake eingehauen. Okay. Türen auf. Hat die eigentlich jetzt auch auf beiden Seiten die Türen auf? Nein. Jo, gut, das würde ich mal sagen, das war's schon mit dem heutigen Szenario. War jetzt ein Hochgeschwindigkeitsszenario mal wieder. Nach langem Szenario Kondit. Well done, you have completed Szenario Sequencer. Yay, mein eigenes Szenario abgeschlossen. Nice so. Ja, we got Operation Arrows, ja. Wir hatten Emergency Break twice? Warum twice? Also, weil ich es ja versucht habe, so zu klären. Da war ja was. Ja, wir hatten 59 Kilometer vor uns gehabt. Haben sie schön hinter uns gebracht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und bitte, versteht, dass mein Content teilweise Englisch ist. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Klar, mein Content ist jetzt teilweise Englisch. Das liegt daran, dass zum Beispiel die Sprache in der Aviation, also im generellen Flugbereich, einfach Englisch ist. Und ich finde das sinnlos, dann großartig deutsche Videos damit zu machen, weil die General Aviation Sprache auch Englisch ist. Und früher oder später will ich auch auf Vetsim, Evio oder wo auch immer fliegen, also online. Und das bedeutet immer Englisch. Da könnt ihr nicht einfach zum Controller auf Deutsch sagen, wer ihr seid, wo ihr seid, warum ihr hier seid, regelrecht. Sondern das ist immer Englisch und ich finde das sinnlos, dann großartig da solche Dinge zu machen. Und deshalb ist dann der Content, deshalb will ich so eine Art Trennung reinmachen, der FSX-Content, Flugsimulator-Content, meistens Englisch, alle Strecken außerhalb von Deutschland von Train Simulator auf Englisch, weil meistens juckt es kein Deutscher, was eine Strecke im Ausland ist, außer natürlich manche Strecken, die kann ich wahrscheinlich mal schon selbst einschätzen und halt eben die deutschen Strecken immer noch auf Deutsch. Also wenn ihr deutsche Strecken-Content regelrecht auf Deutsch sehen wollt, kein Problem, der wird weiterhin vorhanden sein, nur halt eben der Aviation-Content und meistens der amerikanische Content für Train Simulator wird auch auf Englisch gemacht werden. Aber ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder und ja, wir sehen uns dann. Ciao!